Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sekiro. Jo, wir wollen ja mal versuchen, ob wir diesen Typ hier down kriegen. Ich vermute, wir brauchen bei ihm auch diese blöde Zeugs. Wir haben ja gesehen, wir haben ihm nicht wirklich Schaden gemacht. Ja, wir schauen mal. Wir haben davon nicht mehr so viele. Leider, ich glaube, man darf immer nur 5 tragen, ne? Von daher geht's wahrscheinlich. Ja, ja, geht wieder nicht. Zeitpunkt verpasst, was auch immer. Wow, 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 wow. Ach so. Wenn ich mein Instant-Beruhigungsmittel nehme, ist es nicht instant. Alles klar. Und wieso habe ich gerade durchgehend Haltung verloren, bitte? Ich glaube, wir können den Kampf schon abbrechen, oder? Ich möchte jetzt nicht sterben an dem. Jetzt darf ich nicht mehr gehen? Oh shit. Okay. Ja, also, ne? Es ist wichtig, wenn Homing Arrows Homing Ability haben. Und ich würde sagen, diese Dinger haben sowas von weggehomed. Besser geht das gar nicht. Wenn es ein bisschen bescheuert war, dass wir am Anfang so viel Schaden von dem einen Scheiß gekriegt haben, das fand ich ein bisschen unrealistisch. Mag ich mal anmerken. Wovon? Was hat uns so viel Schaden gemacht? Ist das da seine komische Aura oder was? Oh, die ist doch gar nicht da. Ach, da ist man, da steht man auf so einer Aura. Hallo? Achso, er macht sich unsichtbar. Das ist so albern, Alter. Sekiro. Das Spiel macht sich nicht beliebter. Mir egal, ich burst jetzt hier voll drauf, weil es mir zu doof ist. So, SAP haben wir weg. Jetzt one-hittet er uns wieder mit dem Strahl. Habe ich recht? Ich renne einfach. Vor allem muss ich mir wieder so ein Konfetti geben. Den ist er. Davon sollten wir uns nicht treffen lassen. Er macht sich wieder unsichtbar. Aber sicher doch, Kollege. Mich healen. So ungern ich ihn da jetzt mal seinen Scheiß machen lasse. Ach ja, das ist schon logisch. Das ist schon logisch. So, Beruhigungsmittel. Ja, da kommt eine dicke Kugel. Lauf, Kumpel. Ja. Wir haben ihn gleich. Oh shit, Alter. Jetzt wird das alle. Alter. Ach, Sekiro, ja. So, wir haben ihn. Zeremonien-Tanto. Durch mit blendend weißer Klinge und Griff. Kann Vitalität in Geist im Leben umwandeln.
Rasten füllt die Ladung wieder auf. Ursprünglich wurde dieses Tanto mit einem rituellen Opfer an den Drachen benutzt, mit dem ein Emblem aus dem eigenen Lebenskraft geschnitten wurde und auf dem Urquellwasser getrieben lassen wurde. Ich lese gut, ne? In die Klinge ist sein wahrer Name eingraviert. Ergebene Seele. Okay. Aber auch tot. Sieht übrigens ziemlich cool aus, das Item. Mag ich gern. Das muss man sich gegen die Untoten immer reinpfeifen, sonst kann man Scheiß machen. Das ist gut zu wissen. Ist jetzt eine, oh, der hat aber Loot. Der war Loot. Beruhigungsschmittel. Das ist immer gut. Dann war nix mehr. Ich weiß zufällig, dass es hier noch einen Teleportpunkt namens Bodenloses Loch gibt. Den wir noch nicht haben. Daher interessiere ich mich sehr dafür. Magnetitschrott. Schwarzes Schießpulver. Ich höre eine Hexe. Das hier, wo wir den Loot her haben? Ja, ne? Ist hier irgendwas ein anderer Weg, der von hier kam, war? Und dann da drüben. Das ist wohl der Teleportpunkt. Jo, bodenloses Loch, alles klar. Mal einen neuen Teleportpunkt, das ist doch wunderbar. Kriegen einen vollen Geldbeutel, der 1000 wert ist, das ist noch wunderbarer. Oh nein, eine Echse. Oh nein, es sind mehrere. Bam. Friss Schuriken. Ich muss jetzt die letzten Male leider schon ein, zwei Mal gucken, wie wir weiterkommen. Aber ich finde, das ist immer nicht so schlimm. Ist zwar immer schön, wenn man alleine weiterkommt, ne, aber wenn man nicht weiterkommt, guckt man halt. Ist halt so. Ein PC. Ihr seht überhaupt nicht feige aus. Das ist egal. Das heißt, ihr werdet unsterblich. Mal sehen, ob das stimmt. Och, ich will jetzt nicht, ganz ehrlich, ich hab keinen Bock. Hey, aber es ist der Brunnen, wo wir mal angefangen haben. Oh, das berührt wirklich meine Seele. Wunderschön. Und zugleich irgendwie traurig. Als ob sie Kummer hat und jemanden ruft. Mit. Seid gegrüßt. Nach wem rufst du? Lass es mich noch einmal hören. Ich grüße euch. Mein Name ist Kumano Jinsaimon. Meine Aufgabe ist es, den Graben zu bewachen. Euch habe ich hier noch nie gesehen. Zu welchem Clan gehört ihr? Das kann ich nicht sagen. Ihr könnt es nicht sagen, sagt ihr? Also seid ihr ein Shinobi? Das kann ich nicht sagen. Ihr solltet an euren Manieren arbeiten, aber egal. Wenn ihr ein Shinobi seid, werde ich euch nicht weiter bedrängen. Shinobi, habt ihr schon einmal jemanden hier auf der Shamisen spielen hören? Ich bin der Melodie gefolgt und sie hat mich zu diesem Brunnen geführt. Naja, dann. Versucht es im verlassenen Verlies. Ihr glaubt, es kam von dort? Ja. Ich habe gehört, es gibt eine Verbindung zwischen dem Brunnen und dem Verlies. Wenn ich ihr folge, könnte ich denjenigen finden, der diese Melodie spielt. Es ist meine Pflicht, verdächtige Dinge zu untersuchen.
Ich werde diesen Ort besuchen, wenn ich die Zeit dafür finde. Sorry, Brudi, du bist tot jetzt. War nicht so recht meine Absicht, andererseits auch nicht so recht meine Nicht-Absicht. Es ist halt, wie es ist. Da könnte ich ihn einmal First hitten. Problem ist, wir sind halt super angeschlagen, haben kaum was zu healen. Ich habe halt auch keine Ahnung, wie ich gegen den Typen vorgehen soll am besten. Ob ich da vielleicht Feuer auspacke. Dickes Flammenrohr. Oder ob er eher so der Typ für den Hammer ist oder für die Dings. Ich weiß es halt nicht. Heal dich doch, Mann. Wieso dasht er immer auf den Gegner zu, wenn ich mich healen will? Ich weiß, was du vorletzten Sommer gedrückt hast, ist das. Das ist wie FIFA. Wenn du seit Ewigkeiten nichts mehr gedrückt hast, der macht immer noch irgendwas. Ich sehe nichts. Kamera. Spielst du wieder mit? Danke. Okay, er tritt also gerne. Alter! Jetzt kam der Scheißschlag nicht nach dem Dodge, Alter! Halt schon wieder nicht, Alter! Spiel, du machst mich wahnsinnig manchmal. Hallo? Schon wieder nicht! Ey! Wie viele Schläge mir gerade verloren gehen, weil er sie nicht macht. Aber egal, der ist tot. Spiel, Mann. Fuck mich doch nicht so ab in letzter Zeit. Magnetitshot. Magnetisches Erz, das in der Schiene abgebaut wurde. Und wird meist als Grundlage für mittlere bis hochwertige Verbesserungen an Prothesenmodulen verwendet. Kennen wir schon. Gebetsperle. Nehme ich. Lecco mio, ey. Das Spiel ärgert mich so in letzter Zeit. Warum? Ich hab's nichts getan. Ich mache einen Sidestep, greife an oder spamme die Angriff-Taste. Was sollte dann eigentlich passieren? Ausweichschritt-Konter. Was macht er? Nix. Warum auch? Ich mag das nicht. Ich mag das nicht. When I push a button, then please do what I pushed. Otherwise I will me hardcore. Genau deswegen spiele ich kein FIFA mehr. Sekiro ist irgendwie genau so ein Spiel. Nehme ich. Und wartet hier der nächste Boss. Aber es ist ja gerade in Mode. Wird man euch verstoßen? Oder werft ihr euch selbst hinein? Was? Wenn ihr die Tiefen von Ashina erkunden wollt, dann solltet ihr euch lieber selbst hineinwerfen. Da drüben. Die Tiefen von Ashina sind dort drüben. Wird man euch ver... Na dann. Hahaha. Da habe ich reagiert, habe ich. Es ging aber noch weiter runter. War noch was, da kann man sich auch irgendwo hochziehen. Gucken wir erstmal, was hier ist. Sieht schon wieder so nach Ärger aus. Zombie. Und zwei töten.
So, wir haben eine neue Statue entdeckt. Und zwar sind wir jetzt Tiefen von Ashina. Schön. Weil ich bin mir nicht sicher, ob das schön ist. Ein bisschen was von Schandstadt. Kann ich da nochmal hoch? Warte mal, ich port nochmal hoch. 15 Minuten sind wir, haben schon ein bisschen was tot gekriegt. Ich flame zwar viel, aber wir machen Progress. Warum wird das gelb angezeigt gerade? Das ist schon immer gelb angezeigt. Und der Boot in loses Loch. Es gibt nur einen Gegner, den wir noch nicht besiegt haben, fällt mir ein. Immer noch nicht. Was definitiv mal Zeit wird. Dass er ablebt. Ich springe wirklich mal einfach nur. Funktioniert schon mal nicht. Weiß vorne oder hinten, das, wo man sich hochziehen konnte? Da? Und da. Kann man sich hochziehen? Geraten, ich komme hier so ziemlich dahin, wo ich eben auch war. Zu dem Waypoint da unten. Dann checken wir mal eben ab, warum das hier gelb ist. Hat das was zu bedeuten? War das vorher auch schon gelb? Oder war es nicht? Oder war es doch? Ist hier irgendwas? Hallo? Ich bin froh, dass ihr... Es gab früher schon mal... Das war wahrscheinlich schon immer gelb, ne? Brauchst du etwa... Hypothesenmodul verbessern ginge natürlich, wenn man ein bisschen Geld hätte, was wir nicht haben. Funkenaxt. Ach, da kann man die noch kombinieren. Eine geladene Axt mit einem Schlaghammer und eine Flamme zu erzeugen. Verbraucht Geistembleme. Der ist schon ziemlich geil. Da haben wir die Matze aber nicht für. Das können wir aber schon mal nehmen. Langfunke. Dann ein Anruf. Gott, wie viel Geld man hier fahren muss, damit man das alles lernen kann, ne? Diese ganzen Techniken auch noch. Wir haben ja noch andere Techniken gelernt, da haben wir noch gar nicht geguckt, ne? Wir haben ja noch ein viertes Buch. Gebetsschläge. Ellenbogen- und Handflächenschläge entfesseln eine Flut schneller Angriffe, die Schaden verursachen und Gegnerangriffe verhindern. Stärke ist nötig, um Buddhas Feinde zu besiegen. LB plus RB, RB. Kann ich denn irgendwas erwerben? Das gerne fertig lernen, die Shinobi-Künste. Mal kriegt man auch irgendwann mal die Quest, die Ashina-Künste voll gemacht zu haben. So, jetzt können wir zwei Sachen noch machen, bevor wir die Folge beenden. Erstmal reisen wir nochmal dahin und gucken, ob der nette Krieger, der dort oben war, jetzt als sein Versuchskaninchen geendet ist. Und dann wird Zeit, dass wir den einen Typen legen. Den neuen Speere oder wie auch immer der Typ heißt. Gib mir nämlich auch einen Keks. So ein bisschen aufpassen bei den Zombies, ne? Die sind so ein bisschen gierig. Nein, Zombie, gibt kein Essen. Nein. Jetzt bleib doch mal hier, Mensch. Mein lieber Shinobi, ich danke euch, dass ihr mir geholfen habt.
In diesem Moment befindet sich die betreffende Person in der chirurgischen Einrichtung des verlassenen Verlieses. Unsere Versuche können nun weitergehen. Ich bin sicher, der Sensei wird sich freuen. Ich möchte euch mit dieser Belohnung danken. Das ist alles? Es wird Zeit, dass auch ich mich zur Einrichtung begebe. Ihr habt eure Rolle hervorragend gespielt. Mein Sensei und ich müssen nun unsere Arbeit beenden. Es wird Zeit, dass ihr mein... Kann ich dann hier durch? Ich wahrscheinlich noch einmal wegporten und wieder hinporten, ne? Dann töten wir erstmal den Hayopai, den einen. Der war... Shinapur... Doktor... Chinaburg war es, glaube ich. Wird auch nochmal ein schwerer Kampf, glaube ich. Weiß ich auch nicht, ob der First Try wird. Kann ich nicht versprechen. Weiß ich auch nicht, ob ich nicht flame. Das ist definitiv nicht der Weg. Ich bin mir recht sicher, dass es hier war. Dann war es doch die Talsperre. Vor der Essenz verraten dir, wer von der Drachenfalle besessen und betroffen ist. Hi. Ist aber unfair, mich anzugreifen, während ich im Schlag bin, ne? Lieber Mob. Bin ich hier richtig? Judos. Ich muss mich jetzt hier natürlich nicht durchschnetzeln. Kann nämlich ganz gemütlich hier lang. So, schwupp. So, tschüss. Und dann werden wir versuchen, den Typi zu legen. Falls wir es nicht schon getan haben, aber haben wir, glaube ich, noch nicht. Ne? Oh, jetzt ist er aufmerksam geworden. Shikibu Toshikatsu Yamauchi. Aber Yauchi Mamauchi Bum Bum. Oh Mann, es ist ja aufmerksam. Geh raus hier, Mann. Krüppel. Tja, jetzt weiß ich leider nicht, wie wir aus dem Kampf kommen. Wahrscheinlich muss ich hier doch ein bisschen rummetzeln. Du musst gar nicht so gierig sein in meine Richtung, Digi. Kommt doch wieder nicht hoch. Der feine Herr Shinobi. So, du stirbst auch. Haben wir einen Trommelvogel. Aber was los, Keule? Blocken ist relativ in diesem Spiel. Leider. Das gefällt mir.
Let's cheese the big ones. Wir dürfen hier offenbar keine Bälle schieben. Oh, der ist nicht aggro auf uns. Dann läuft noch ein Speer-NPC. Was macht denn der da? Ziemlich sicher, dass der da nichts zu suchen hat. Kumpel? Bist ja ziemlich falsch. So, dann müssen wir mal versuchen, mit dem hier Spaß zu haben, würde ich sagen. Wir müssen irgendwie das Parry hinkriegen. Und dann geht das, glaube ich. Funktioniert bisher nicht so gut alles. Also ich hab jetzt mal B schon wieder. Ich drücke jedes Mal B. Er weicht die ganze Zeit blöd aus. Alles klar, jetzt weiche ich aus und werde trotzdem getroffen. Ja, wie viel B soll ich noch drücken? Geht doch. Funktioniert gut, das Spiel. Es funktioniert so gut. Und zünd ich dich halt an. So. Wenn sonst nichts funktioniert, dann machen wir halt das. Das hat dich umgehauen, wa? Na, da wusste ich, dass mich das trifft. So, jetzt hätte ich gerne einen Plan Super A oder so. Ich habe mir das nochmal angezündet, das ist schön. Ich hab gedrückt, Mann. Ich weiß nicht, was das Spiel will. Ich drück durchgehend. Echt, ich spamme. Ich spamme auf B und es passiert nichts. Es geht mir super auf den Sack. Ach so. Ich spamme B, Mann! Spiel, Alter, es funktioniert nichts in diesem Rotz. Ja, es funktioniert nichts in diesem Scheißspiel, sorry. Der Mikiri-Konter ist ein Witz, da funktioniert nie. Und an sich schon wieder kein schwerer Gegner, ne? Wenn dieser scheiß Mikiri-Konter funktionieren würde. Kein Problem, aber wozu funktionieren? Das wäre zu schön. Also entweder ich werde langsam einfach viel zu dumm für diese Spiele. Oder keine Ahnung was. Irgendwas muss es ja sein. So, wenn du mich mal kurz durchlässt. Da war ein Date mit einem Räudigen. Kiri-Konter. Es war doch einfach nur B drücken, oder nicht? Wieso hat das nur einmal funktioniert in all seinen Attacken? Bei Aufladattacken kann man doch mit Kiri kontern.
check's einfach nicht. Es ist mir ein Rätsel. Ich habe alle Kügelchen verbraucht, fällt mir ein. Geht nach Hause, Mann. Ist unter mir einer? Nicht, dass sie dann hochkommen wollen. So an sich wird der Kampf nicht schwer sein. Ich parry seine normalen Angriffe. Okay, der war fies. Ich habe noch nicht mal mehr Lust, was dazu zu sagen. Hey, Mikiri-Konter. Hey, Mikiri-Konter. Oh, den habe ich schon wieder vergessen. Jetzt kommt schon wieder der Mikiri-Konter nicht. Er weicht stattdessen aus. Mikiri-Konter. Hey. Parryn. Nebenbei noch einmal Feuer reinwürgen. Mikiri-Konter. Parry. Schlag. Mikiri-Konter nicht. Ich drücke LB, es passiert nichts. Danke Spiel für nichts. Es funktioniert nicht, sorry. Es ist so einfach, aber es funktioniert nicht. So witzlos. Macht einfach keinen Spaß, dieses Spiel. Also schon. Also es macht schon Spaß. Aber ich finde es halt im Vergleich zu... Ich will keine Fanboys triggern, aber ich finde es im Vergleich zu Dark Souls und Co. einfach schwächer. Hat zwar coole Mechaniken, aber... Es hätte auch ein bisschen Geschmackssache. Meins ist es nicht so ganz. Ich bin sowieso nicht so der Fan von... von diesen ganzen Japan-Zeugs. Das ist nicht so meins. Versuchen wir nochmal unser Glück, wa? Gerade lief es eigentlich ziemlich gut, mal zwischenzeitlich. Ey, wieso dodgt der ständig in die Richtung des Gegners? Ich drücke den scheiß Konter, Mann! Echt? Wozu drücke ich denn? Meine Fickfresse! Hier, guck mal, ich bin jetzt richtig früh gedasht. Ich bin ihm einfach entgegengedasht. Einfach, weil ich keinen Bock auf den Scheiß hab, Mann. Ich glaube, den kann man nicht, ne? Den seitlichen. Der geht. Alter, ich bin... Hallo! Ich war so auf ihn zugedodged. Schon wieder. Alter. Funktionieren nix, Sekiro. So, ich dash auf ihn zu. GG-Spiel. Und ich dash wieder auf ihn zu. Und ich blocke seine Scheißattacke. Und hau ihm jetzt mit der Axt eine rein. Und... Finish ihn. Uff, Mann, weil es ein fucking kein Problem ist. So. Gebetsperle. Wenn man weiß, was man tut, ist es doch kein Problem, den zu töten. Mein Gott. Der macht doch nichts Außergewöhnliches.
Da ist Loot. Wie komme ich da hin? Wie komme ich an den Loot? Mein Interesse wurde geweckt. Wer zur Hölle ist aufmerksam? Was machst du denn hier oben, Digi? Ist überhaupt nichts zu suchen. Ja, war nämlich einmal Loot. Guck mal, noch eine verhüllte Jesus-Statue. Was macht die nochmal? Die schützende Stoff soll sicherstellen, dass kleine Wesen ein friedliches Leben. Eine Einheit Auferstehungsmacht. Coole Sache. Sollten wir auf jeden Fall aufheben. So, jetzt haben wir den auch tot. Was ist jetzt Phase bei uns? Ich würde dann nochmal gerne bei dem NPC gucken, ob man da jetzt rein kann dahinter. Also erstmal zu Sekiro, ne, jetzt in einem Nichtseitsmoment. Es ist hübsch, es spielt sich relativ flüssig. Es hat seine Macken, aber es spielt sich relativ flüssig. Von der Performance ist es echt gut, muss man sagen. Also es sieht gut aus, hat coole Mechaniken, recht dynamisch im Kampf. Ich glaube, es ist mir schon ein bisschen zu dynamisch. Tatsächlich. Hallo. Seid gewollt. Manche Gegnerdesigns kann ich halt nicht nachvollziehen, weil das dann aus meiner Sicht ein bisschen bescheuert ist. Aber naja. Im Endeffekt auch nur Geschmackssache. Vielen gefällt es ziemlich gut. Von dem guten May ist es zum Beispiel das Spiel schlechthin. Was ich halt überhaupt nicht nachvollziehen kann. Vielleicht mache ich auch viel zu wenig Gebrauch von Items. Vielleicht muss man im Spiel mehr Items nutzen. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich komme nicht auf 550. Das finde ich scheiße. So. Bis zum. Sonst können wir nochmal im Geiste durchgehen. Da steht noch eine Mauertreppe. Brücke, Festung, Burgtor, Burg, bla bla bla. 2, 4, 6, 7. Hier ist wohl nichts mehr groß. Glockendämon-Tempel. Also ich bin der Meinung, hier ist auch nichts mehr groß. Tal unter dem Schrein, versunkenes Tal, Kanonenfestung. Hier ist nichts mehr. Von der Schiene können wir auf jeden Fall noch. Ja, so haben wir ja gar keine Wahl groß. Das ist unser nächster Punkt. Tiefen von. Ach shit, ich wollte doch gucken bei dem NPC. Diesen gebracht. Dialog. Wir scheren uns zwar nicht um die Lebenden, doch ich muss sagen, eines Tages wird euch das wieder einholen. Euch ist Grausamkeit nicht fremd, wie ich sehe. Ihr habt einen so ehrlichen Samurai an einen Ort wie diesen gebracht. Wir scheren. Scheinbar war das wohl keine so gute Tat, einen so ehrlichen Samurai zu opfern. Ja, nur einmal dahin. Bin ziemlich wurscht. Wie ist das? Dosaku-Sensei, wenn wir einen starken, gut ausgebildeten Samurai wie ihn benutzen würden. Ja, das sollte funktionieren. Bereite alles vor. Ja, Sensei. Bereite das ewige Wasser vor. Für den Ruhm von Ashina. Lass uns anfangen, mein Schüler. Ja, Dosaku-Sensei. Kann ich so sagen? Vielleicht einfach nochmal porten. War vielleicht wirklich keine so gute Idee, einen ehrlichen Samurai als Versuchskaninchen irgendwo hinzuschicken. Wird jetzt wahrscheinlich gepimpt, böse gemacht und dann muss ich gegen ihn kämpfen. Braucht ihr euch ist. Ich wollte halt gucken, was mir das bringt. Was er mir gegeben hat, war es nicht worth. Belohnung war ziemlich mickrig.
Wer ist das? Ist nicht er. Es ist nicht mehr menschlich. Ah, mein lieber Shinobi. Was ist los? Es ist nichts. Für euch. Von meinem Sensei. Befleckter Brief des Chirurgen. Eine zerrissene, blutverschmierte Notiz von Dosaku, dem Chirurgen im verlassenen Verlies. Am Grunde des Teichs im Dorf Mibu findest du einen Sakura-Karpfen. Du erkennst ihn an seinen roten Augen, die angeblich nie verrotten. Ich brauche diese roten Augen, Dosaku. Am Grunde des Teiches im Dorf Mibu. Wir benötigen eure Hilfe ein weiteres Mal. Die Details, wenn ihr es findet. Ach, was lassen wir uns hier nur ein? So, dann würde ich sagen, porten wir aber mal runter. Dorf Mibu. Waren wir da schon? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich sollte vielleicht bald mal ins Bett. 1.18 Uhr. Shugendo, Senpo-Tempel. Weiß nicht, wo Mibu-Dorf ist. Ist mir wurscht. Tiefen von Ashina ist unser nächster Ort. Ich will gar nicht wissen, wie viele Fanboys von Sekiro ich schon zu Tode getriggert habe. So, schaut euch diesen Ort an. Wie wird es in der nächsten Folge weitergehen? Das Spiel ist nicht schlecht, keine Sorge. Ich flame viel, tilte dabei oft und rente absolut. Und es gibt halt so ein paar Sachen wie dieser Ausweichschritt. So dieser Schwertschlag muss dann mal danach halt gemacht werden. Und ich merke das schon, wenn man zu früh drückt, so jetzt, dann macht das halt nicht, man muss jetzt. Der Dodge muss halt durch sein. Ja, also manchmal oder oft. Entschuldigung. Sehr oft liegt es an mir, aber ihr wisst, wie das ist in der Kampfeshitze. Wenn man sich zu Tode ärgert, dann weiß man sich manchmal nicht zu helfen, außer durch Flame. Zumindest ist es bei mir so, es ist mein Ventil. Ja. Und wie gesagt, in der nächsten Folge geht's weiter. Ich hoffe, ihr habt trotzdem irgendwie Spaß dabei. Entschuldige mich nochmals dafür. Es wird noch häufig vorkommen. Es ist einfach meine Flame-Art, die sehr eklig ist. Aber ich kann es nicht ändern. Also sehen wir uns in der nächsten Folge von Sekiro. Bis dahin. Tschüss.